Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich habe mir überlegt, ich möchte dieses YouTube-Game jetzt endlich mal richtig hart angehen und endlich ein großer YouTuber werden. Und in welchem Spiel kann man das besser lernen als in YouTubers Life 2? Und deswegen habe ich ja YouTubers Life 2 geholt. Ich sehe da hinten schon so einen süßen kleinen Wolf, den würde ich gerne spielen wollen. Und da sind wir in YouTubers Life 2. Wir sind in einem, cool, das sieht eher wie ein Streaming-Zimmer aus als ein YouTube-Zimmer, aber von mir aus. Der Baby Yoda, der ist ja richtig cute und überall diese ekligen Nanolis. Ich hasse die, Leute, ich hasse die. Und eine Mantendo Swatch wahrscheinlich. Pokémon haben wir auch noch. Ach, das ist, da hinten ist auch noch so ein Funko Pop. Oh mein Gott, das ist ja wirklich so klischeehaft. Holy shit, und dieser orangene Creeper. Alles klar, Gaming-Stuhl darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, sieht fast so aus wie mein Zimmer, nur ist meins nicht so lila. Und die hat nur einen Bildschirm. Wie kann man denn mit einem einzigen Bildschirm arbeiten? Aber vor allem, alles ist an, ne? Ihr Bildschirm ist an, ihr einziger, der aber wenigstens curved ist, weil so... Warte, ist das Everything is Awesome? Everything is Awesome! Also ich wüsste noch, wie Everything is Awesome aus dem Lego-Movie, das Lied. Dann ist ihr komischer Fernseher da noch an und auf der rechten Seite ist noch ein Laptop gewesen, der auch an ist. Und der hat einen richtig coolen Pfirsichsessel. Aber egal. So, ich will hier gar nicht in diesem komischen Bildschirm hier rumdaddeln, sondern ich will jetzt lernen, ein echter, krasser YouTuber zu werden. Damit ich endlich mal davon leben kann und nicht mehr arbeiten gehen muss. Ich muss nämlich morgen wieder arbeiten, hab gar keinen Bock drauf. Oh, gratuliere, du bist der Erste, der YouTubers Life abgeschlossen hat. Ein soziales Experiment, um die vielversprechendsten zukünftigen YouTuber zu finden. Dadurch hast du dir ein goldenes Ticket nach YouTube City. Der Stadt, in der die besten YouTuber leben, bekommen. Wo willst du denn leben? Und was hast du für ein Geschlecht? Wie war dein Name? Wähl eines deiner ersten drei Pokémon aus. Moment, was? Das ist aber nicht Dubai. Mir wurde Dubai versprochen, oder zumindest Madeira. Jetzt kriegen wir hier einen Hafen, eine Innenstadt oder das Rathaus. Oh mein Gott. Also Innenstadt will ich auf jeden Fall gar nicht. Hafen wird passend zu Hamburg, wo ich ja lebe. Ich nehme das Rathaus, I guess. Ach, guck mal, da unten sind auch noch so coole Symbole. Wahrscheinlich ist das sogar sehr wichtig, was man hier auswählt. Wo ist denn Gaming? Leute, wo ist Gaming? Ich sehe kein Gaming. Kann man gar kein Gamer werden? Okay, wir nehmen auf jeden Fall das Rathaus. Let's go! Das Rathaus also. Dann kleid dich jetzt wie ein echter YouTuber. Nee, ich will kein... Nee. Okay, wir machen... Eine schöne Bleiche. Ja, das ist eine schöne Bleiche. Schöne Bleiche ist immer gut. Ich verarsche. Es gibt einfach keine türkisen Augen. Finde ich frech. Okay, dann müssen wir also grüne Augen nehmen. Entweder wir nehmen die süßen grünen Augen oder... Nee, das sind so asiatische grüne Augen, ne? Gut, aber die... Nee, eigentlich nicht. Das sieht cool aus. Der Mund. What the f... Okay, man kann hier richtig die crazy Stuff draus machen. Aber ich möchte ja eigentlich nur... Ich sei nicht, aber einen schmalen Mund. Ich mache mich selber, Leute. Frisur. Ja, die ändert sich immer mal, weil ich auch zu faul bin, zum Friseur zu gehen. Ich schneide mir selber die Haare, Leute. Und ja, so sieht das dann meistens auch aus. Eigentlich wollte ich eine ganz normale Frisur haben. Dann ist eine Seite aber zu viel abgeschnitten. Und dann muss die andere Seite natürlich angeglichen werden. Und dann kommt meistens genau diese Frisur dabei raus. Genau. Ja, es gibt Türkis. Oh, guck mal, dann würde ich zumindest ein bisschen... so aussehen wie mein kleines Wesen hier. Also ich bin das ja auch, hallo. Es gibt zu wenig Frisuren. Ja, dann nehmen wir die. Nehmen wir die, Türkis, passt schon. Brille, ja, habe ich tatsächlich. Ist tatsächlich auch eher so eine. Ah, nur, dass meine kaputt ist. Was ist das? Eine Captain America-Maske oder was? Die sieht ja auch cool aus. Okay, das hat schon Style, aber so ist eigentlich in Wirklichkeit. Ja, guck mal, ich sehe voll deformiert aus, sehe ich gerade. Cool. Ich habe ein Profi... Headset. Ja, aber von Sorry? Oh mein Gott, okay, die haben sich gar keine Rechte geholt von Sony oder so. Ja, wir nehmen den Japan. Hoodie und eine Hose, am besten eine Goa-Hose, aber die gibt's wahrscheinlich nicht, weil das ist so gar nicht YouTuber-Life, ne? Obwohl so ein Tütü natürlich auch ganz hübsch ist. Oder einfach fast ganz nackt. Hat zumindest schon mal die richtige Farbe. So ein schöner Eierkneifer. Oh doch, das hier passt. Das ist zumindest fast eine Goa-Hose. Nice, finde ich sehr gut. Alles klar, Dizzy ist jetzt in the YouTube-Game. Wir kommen da an. Beim Rathaus ist auch wie bei Animal Crossing. Oh, guck mal, wie cool wer da rausgeht. So richtig schlenderig. Ja, ich bin endlich beim Rathaus angekommen. Nice. Zum Spiel allgemein. Es kostet momentan, glaube ich, so 22 Euro. Ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, einfach die Fortsetzung von YouTubers Life, das kam ja auch recht gut an. Und ich habe schon mitbekommen, es gibt sogar GLP, also German Let's Play und Paluten in diesem Spiel. Ob man die jetzt spielen kann oder ob man mit denen irgendwie interagieren kann oder sowas, werden wir alles rausbekommen.
Das ist auf jeden Fall wieder Xavier. Yo, 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 das hier ist YouTube City, dein neues Zuhause. Dein Haus ist nicht sonderlich groß, denn du verdienst ja auch noch nichts als YouTuber. Aber ich hab dir ein Geschenk dagelassen. Hoffentlich hat er nicht irgendwo hingekackt. Oh nein. Der will mich doch verarschen. Das ist bestimmt so ein Prankster-YouTuber, der mir Scheiße vor die Haustür legt. Okay, wir gucken mal nach, was drin ist. Eine Drohne. Vor Drohnen habe ich auch Angst. Ich habe einmal, mein Vater hat so eine Drohne gehabt, die haben wir dann im Haus steigen lassen. Ja, ich weiß, ist dumm. Und die ist immer höher gestiegen. Und dann sollte ich sie irgendwie aufhalten und habe richtig reingefasst. Und dann hat er mir fast meinen Finger abgeschnitten. Das war auch nicht so geil. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr weh getan. Sehr weh getan. Und seitdem mag ich Drohnen nicht mehr. Hallo, ich bin eine Kameradrohne. Dein persönlicher Aufnahmeassistent. Piep, piep. Mein Sklave heißt natürlich Darky. Okay, Schritt Nummer 1. Lerne, wie man Videos aufnimmt. Und davor musst du noch einen YouTube-Kanal erstellen. Ich bin auf jeden Fall Dizzy und mein Kanal heißt einfach The Studios, ne? Übrigens mit 3 I. Die meisten vergessen das dritte I. Die sagen Dizzy-Dus oder so, aber es ist The Studios. Und ich habe am 23. im Wintergeburtstag, nämlich der 23.12., wenn ihr es genau wissen wollt. Einen Tag vor Weihnachten. Toll, oder? Piep, piep. Ein Tag vor Weihnachten. So ein Loser. Hehehe. Nun gut, dies ist dein Aufnahmeort. Nimm doch einen Vlog auf. Vlog? Ich will aber Gaming machen oder so. Ich will doch keine Vlogs aufnehmen. Obwohl, habe ich ja auch schon. Ja, kein Problem. Nimm mich auf, Drohne. 2 Stunden für einen Vlog? Wer packt denn so viel Zeit in seine Videos rein? Ja, eigentlich ist so ein Vlog als erstes Video gar nicht so schlecht. Ne, hätte ich damals vielleicht auch machen sollen. So ein Vorstellungsvideo zumindest. Wir können auch die Kamera wechseln. Ja, wir wollen natürlich richtig nah zu unseren zukünftigen Zuschauern reden. Also, wir gehen ganz nah ran. Du startest und... Ich komm voller Energie rein! Hallihallo, liebe Leute! Ein Poltergeist taucht auf und du denkst, dass es eine gute Information ist? Wieso, ein Poltergeist? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz! So ein blöder Poltergeist! Was will der hier machen? Du schmolzt und bist im Entspannungsmodus. Genau das wollen die Zuschauer nämlich sehen beim Vorstellungsvideo. Darky verliert eine Batterie. Nein, Darky! Abonniert mich, Leute! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da! So macht man das doch als YouTuber. Das war ganz in Ordnung, Dizzy. Lass uns das Video auf YouTube veröffentlichen. Aber erstmal musst du es noch bearbeiten. Okay, das hört sich überhaupt nicht nach Darky an, weil der bearbeitet seine Videos überhaupt gar nicht. Aber gut. Okay, wir haben natürlich noch so einen richtigen Scheiß-PC, der gar nichts drauf hat. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch nur den Windows Movie Maker hier, so wie es aussieht. Da kann man jetzt natürlich noch nicht so viele Effekte dazu machen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, müssen diese Psis neben den Videos am besten zueinander passen. So, das heißt, das erste Video hier hat links keine Nupsis, das heißt, das ist mein erstes Video. Dann hat der hier 2 Nupsis, die passen perfekt an die anderen Nupsis ran. Dann würde ich sagen, wir machen den Abschied, wo ich um Abonnenten bitte, als drittes. Ach nee, das geht gar nicht. Das ist nämlich tatsächlich der Abschied. Das ist ja dumm. Ja, dann muss ja das daran. Ist jetzt nicht so perfekt. Aber ist ja auch der erste Vlog, Leute. Als ich angefangen hat man gesagt, ja, mach erstmal 10 Videos und die veröffentlichst du einfach alle nicht, nur um zu lernen, wie denn Videos machen geht. Habe ich mich zwar nicht dran gehalten. Oh, wir können noch ein Thumbnail wählen. Also in sich sind die alle schlecht, aber auch alle gut, weil ich halt mega, mega sexy bin, ne? Guck mal, da lächeln wir auch. Wir zeigen direkt auf den Zuschauer. Er fragt sich, hä, wieso macht er das Loser-Zeichen auf mich? Und denkt, er ist der Allercoolste. Da klicke ich doch mal drauf und gebe ein Dislike. Und wir können auch einen Titel wählen. Ja, nice. Man kann auch Clickbait-Phrasen nehmen. 5 Gründe über Hashtag Zuhause zu reden. Das Vlog von Hashtag Zuhause, das dein Leben verändern wird. Erfahre das Neueste über Hashtag Zuhause. Okay, also die Sichtbarkeit von diesen Clickbait-Phrasen ist super hoch. Aber ich kriege dadurch anscheinend schlechte Abonnenten. So ApoWet oder... Leon Mascher Abonnenten. Ne, da habe ich keinen Bock drauf. Wir machen das ganz sachte. Hallo aus der Schublade. Dizzy stellt sich vor. So, das ist kein Clickbait. Man weiß genau, was abgeht. Und wenn da jetzt keine Abonnenten kommen, dann weine ich einfach. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Soll ich das noch dazu schreiben? Ah, passt nicht. Okay, das ist ja richtig doof. Dann lassen wir das. Weil Drohungen im Titel sind auch immer richtig gut, habe ich mitbekommen. So, veröffentlichen. Da wird's hochgeladen. Ich bin ja so aufgeregt. Und? Wie kommt das an? 2 Likes. Yay. Das sind mehr Likes als mein allererstes Video. Oh, ich bin nicht zufrieden. Von mir bekommen hat. Hallo, 2 Likes? Dich kennt doch gar keiner. Du hast schon 2 Likes? Chill doch mal. Aufnehmen war richtig gut. 3 Sterne bekommen. Bearbeiten war nicht so gut. Mit Windows Movie Maker kein Wunder. Und einen Trend habe ich auch nicht bedient mit Vlog. Hallo, Darky, du hast mir gesagt, ich soll einen Vlog aufnehmen. Und jetzt sagst du, das ist nicht im Trend? Keiner hat abonniert. Hätte ich mal den Titel geschrieben, dass die mich abonnieren sollen. Ich hab 2. Und das muss ich nämlich wirklich meinen. Okay, aber davon... Bringen wir uns nicht aus dem Konzept. Wir nehmen einfach noch ein neues Video auf. Wir spammen die Leute einfach so lange zu, dass sie gar nicht mehr an unseren Videos vorbeikommen. Und irgendwann werden sie schon raufklicken. Vielleicht solltest du ein Kommentierungsvideo ausprobieren.
Darky, du hast bisher immer nur scheiß Ideen, aber okay, ich höre noch ein einziges Mal auf dich. Wenn das jetzt wieder nichts bringt, wenn ich keine 30 Abonnenten dadurch bekomme, dann landest du auf dem Schrotthaufen. Du startest die Aufnahme und wieder mit voller... Nee, wir machen diesmal die schüchterne Tour, weil ich bin ja noch ganz neu. Okay, komm schon mal gut an, Du machst weiter und weiter und dann... Lass ich ein WTF raus, weil irgendwas richtig Wildes passiert ist. Richtig wild. Du antwortest deinem Hater aus einem früheren Video. Hä? Ich hab doch nur 3 Likes bekommen. Wo, was, Hater? Ja eben, da krieg ich doch einen Lachkrampf. Was für Hater? Ich hab doch keine Hater. Einfach weglächeln. Und es ist vorbei. Du bittest um Abonnenten oder du verabschiedest dich? Das Bild von du verabschiedest dich ist natürlich viel cuter, weil da einfach ein Furry drauf ist. Ja komm, wir nehmen den Furry. Ich verabschiede mich nur. Wollen wir aber nicht so aufdringlich sein und um Abonnenten betteln? Was haben wir sogar schon 2 Hashtags. Ist das wirklich eine gute Idee, Hashtags in seinen Titel zu benutzen? Ich mach das nie bei YouTube. Vielleicht ist das mein Problem. Schon was gelernt in diesem Spiel. Guck, hat sich schon gelohnt, die 22 Euro. Also, wir müssen das Video wieder bearbeiten. Ist ja wieder alles scheiße. Ist scheißegal, wie man das macht. Das. Also, Emotionen auf den Thumbnails ist natürlich immer mega gut. Deswegen nehmen wir das, wo wir sauer sind, I guess. Weil wir dem Hater geantwortet haben. Also, dann klickt der schon zumindest schon mal drauf. Und als Titel nehmen wir... Ansage an meinen Hater. Hashtag, komm doch her. Hashtag, ich hol meine Jungs. Sind auch gute Hashtags. Da suchen die Leute auf jeden Fall nach. Sollte also ein richtig gutes Video sein. Also, wenn so ein Hassvideo keine Abonnenten bringt, dann weiß ich auch nicht. Wieder nur 2? Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ich glaube, ich bin nicht für YouTube geeignet. Oh mein Gott, hoffentlich. Doch, da, Abonnenten. 10, 12, 13. Guck mal, es bringt was. Wir haben schon 3 Münzen. 3 Münzen, das ist ja fast ein Döner. 63 Abonnenten. Okay, ich muss einfach nur viel mehr böse sein und dann kriege ich viel mehr Abonnenten oder was? Hä, als ob man mit 2 Videos schon 63 Abonnenten bekommt. Ring, ring. Dizzy, es ist schon Mitternacht. Geh gefälligst ins Bett. Ich bin zwar nicht dein Vater und ich weiß allgemein nicht, wer ich bin, aber geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, Dizzy. Ich weck dich morgen mit zärtlichem Gestreichle. Was ist das für ein Typ? Okay, unser Kommentierungsvideo hat uns 29 Abonnenten gebracht und das andere Video hat anscheinend auch wieder... Unser Vorstellungsvideo hat auch Abonnenten gebracht. Ja, 34. Nur 3 Likes, aber 34 Abonnenten? Bei 71 Aufrufen? Jeder zweite hat abonniert? Okay, das ist wirklich ultra wild. Das zweite Video bringt aber in weniger Zeit auf jeden Fall mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. 63 Abonnenten. Bald können wir uns monetarisieren. Ach, guck mal, da stand sogar Trends. Katzen sind im Trend. Und Deity of War. Und Honey Play Studios One. Und Abenteuer. Also sollten wir vielleicht mal die Trends bedienen. Oh, muss man das machen als richtiger YouTuber? Das ist immer nervig. Ich will doch lieber das machen, wo ich auch Bock zu habe. So, erster Tag in YouTube. YouTubers Live. 64 Abonnenten. Wir sind nicht in die Top 100 und auch nicht in die Top 75 gekommen. Und mein Hauswert ist gestiegen? Hä? Oh, I don't know. Mein Haus ist plötzlich 13.000 Euro wert? Oder war es davor 30.000 wert? Und weil ich hier jetzt was aufgenommen habe, ist es weniger wert. So ähnlich wie bei Drachenlord. Sorry.